Verbotene Liebe heißt es gleich wieder nach Brisant. Und bei dieser Sendung ist der Name Programm. Geliebt wird, was verboten ist. Ungewöhnlich für eine TV-Serie. Es gibt auch ein männliches Liebespaar, das so beliebt ist, dass schon mal Fanpost aus Amerika eintrudelt. Aber bleiben wir auf unserem Teich, genauer auf der Kieler Woche. Dort haben wir das Paar getroffen und mit ihm über kratzige Bärte und falsche Küsse gesprochen. Nein, privat sind sie kein Paar, auch wenn wir Tore Schölermann und Jo Wall zusammen auf der Kieler Woche treffen. Das Meer so nah und doch kein Fisch in Sicht. Wir sind Landratten und auf der Suche nach einem Original-Fischbrötchen. Wo kriegen wir hier die besten? Gut, dass die Kieler so hilfsbereit sind, da klappt's auch bald mit dem Essen fassen. Hallo, zweimal Backfisch hätten wir gerne. Seit Jo und Tore in Verbotene Liebe ein schwules Pärchen spielen, sind sie gut befreundet, unternehmen gemeinsam das eine oder andere. Unser erster Backfisch. Ich muss einen Skandal aufdecken. Wir haben gesagt, wir essen am Wasser und Tore hat schon angefangen. Ja, Hunger und Durst haben schon so manche Freundschaft zerstört. Komm. Wir haben das große Glück, dass wir einen sehr ähnlichen Humor haben, eine sehr ähnliche Auffassung unseres Jobs. Und ja, das passt einfach. Und das ist cool, dass man da bei der vielen Zeit, die wir miteinander verbringen, natürlich mit jemandem zusammen ist, den man auch so mag. Mögen muss man sich wohl, wenn man seit 2 Jahren ein Paar spielt. Christian und Olli aus der ARD-Vorabendserie ist die Liebesgeschichte zweier Männer nicht mehr wegzudenken. Ich habe versucht, dagegen anzukommen, aber... ich habe mich in dich verliebt. Tora alias Christian hatte in der Serie zuvor nur Hetero-Beziehungen. Auch im wahren Leben steht er auf Frauen. Einen Mann zu küssen war erst einmal eine Herausforderung. Also ich kann jetzt, das ist das Coole, ich kann jetzt mit Frauen mitleiden, wenn es darum geht, ein 3-Tage-Bad zu küssen, ist sehr unangenehm. Und ja, sie küssen anders. Ich küsse lieber Frauen. Heute ist Küssen nicht angesagt, heute wird gesegelt. Tore und Jo nutzen den Ausflug an die Ostsee für einen Schnupperkursus. Los Jo, gib alles! Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht an diesem Bild. Nein, das ist genau richtig. Einer guckt blöd. Man braucht auch einen Kapitän. Ja. Bevor Tore und Jo aber auf das Wasser dürfen, müssen sie erst noch einige Trockenübungen absolvieren. Das Trockensegeln im Trapez klappt schon prima, ihre Fans wären beeindruckt. Der größere Prozentsatz der Fans ist weiblich. Also wir waren am Anfang beide überrascht, dass wir schlagartig mit Start der Geschichte viel mehr Post auch von Frauen bekamen, die uns geschrieben haben, hey, wir sehen das total gerne, endlich mal 2 Männer, die wir uns gerne angucken. Das ist viel interessanter, als wenn da immer eine Frau dabei ist. Endlich steht der Wind und der Katamaran kann in See stechen. Tore und Jo freuen sich, wenn sie mit ihren Rollen helfen können, Vorurteile gegen Schwule abzubauen. Aber das ist nicht ihr Hauptanliegen. Für mich ist die Hauptsache, Leute zu unterhalten und dass es Spaß macht. Und wenn dann der Nebeneffekt noch ist, dass sie irgendwie dadurch auch noch merken, hey, das ist ja gar nicht so schlimm, ja dann Prost. Tore Schölermann und Jo Wall haben Blut geleckt. Bei nächster Gelegenheit wollen sie zurückkommen und dann nochmal einen richtigen Segelkurs machen.